und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainsimulator 4 zu etwas, was sich schon wieder lange mal gewünscht wurde. Wir sind heute einfach mal wieder unterwegs als Fahrgast. Wir sind hier gerade am Dresdner Hauptbahnhof und ich habe etwas entdeckt, wo ich erstmal hingehen möchte. Deswegen laufen wir jetzt hier einmal kurz am Bahnsteig entlang. Wir nutzen die Folge einfach mal, um so ein bisschen zu reden, um mal ein bisschen zu gucken, was wir so in den nächsten Folgen so machen. Da könnt ihr dann auch in den Kommentaren schreiben, was ihr euch wünscht. Und wir nutzen das jetzt mal, um so ein bisschen die, also die Folge jetzt auch, um diese ganzen Collectibles einzusammeln. Ich habe hier drüben noch eine Streckenkarte gesehen, da laufen wir mal eben schnell hin. Die dürfte jetzt da, genau da vorne kommt sie. Versuchen wir mal hier alles in Dresden einmal kurz aufzudecken. Da oben steht auch ein Talent 2. Da kommen gerade ziemlich viele Leute runtergelaufen. Da wird wohl gerade was angekommen sein. Oh ja, auf einmal geht es hier richtig. Es ist hier richtig am Röhren. Bei euch kann man doch, glaube ich, auch was machen, oder? Nicht? Bei euch kann man nichts machen. Okay. Schienenersatzverkehr. Da, den Erste-Hilfe-Punkt kann man aber auffüllen. Hier darf ich nicht hoch. Aber hier darf ich hoch. Okay. Dann gehen wir als erstes mal hier an den Bahnsteig hoch. Bitte nicht einsteigen. Da soll ich nicht einsteigen. Dann gehen wir mal auf den hier am Bahnsteig 1 drüber. Und gucken wir mal, ob wir da... Da steht gar nichts. Da steht einfach nichts. Gut, dann steigen wir mal in den hier ein, der am Bahnsteig steht. Und da gucken wir jetzt mal, wann der abfahren wird. 14.15 Uhr. 14.15 Uhr erst. Das ist ja natürlich die Frage, wie spät es ist. Ich glaube, bis 14.15 Uhr kann ich jetzt nicht warten. Dann laufen wir jetzt mal hier gleich hoch. Gucken wir mal, ob da vielleicht noch was Schnelleres fährt. Hier steht gerade nichts. Ja gut, dann gucken wir erstmal, ob wir hier vielleicht zufällig irgendwas entdecken. Da drüben fährt ein Güterzug lang. So, hier stehen abgestellte Güterzuglokomotiven und eine 146er. Eine 146-319. Gibt es nicht. So, da ist zumindest kein Streckenplan mehr. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Kollegen hier. Gucken wir mal, ob wir dem was tun. Ob wir bei dem was? Nö. Können wir auch nichts machen. Wir sind weiterhin... Da. Nee, das ist einfach nur eine Wand. Okay, dann laufen wir jetzt mal hier wieder lang, längs. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Da stehen wieder zwei rum. Wenn jetzt der eine Zug hier unten abgefahren ist, dann weine ich aber. Nee, ist er noch nicht. Ich kann hier aber auch einfach nichts auffüllen, ne? Hier auf dem Bahnsteig ist auch irgendwie nichts. Da vorne ist aber noch ein Abgang. Mal gucken, ob da noch was ist. Das könnte gut sein. Ne, wir werden jetzt einfach mal ein paar Folgen einfach mal wieder nur doof mit dem Zug rumfahren. Einfach mal gucken, wo wir ankommen. Ja, tue ich. So, jetzt laufen wir mal schnell nach vorne. Oh, da ist noch was. Tatsache.
Da oben fährt der Talent ab. Oh, da war ein Dosto noch. Nur 15. Ist aber gerade von der Anzeige verschwunden. Dann gehen wir mal schnell hinein. Und dann gucken wir mal, wie spät wir es hier überhaupt haben. Weil wenn der von der Anzeige verschwindet... Leider zeigt er mir hier nichts an. Deswegen gehen wir mal ganz kurz auf Escape und gucken mal auf... 14.05 Uhr ist es gerade. Dann dürfte der da eigentlich noch nicht von der Anzeige verschwinden. Dann gucken wir doch einfach nochmal eben. Da ist er auch wieder auf der Anzeige drauf. Ach, wie schön. Ist der mit, hat der mittlerweile... Ne, der hat 15.04 Uhr. Und 14.52 Uhr. Aber warum haben wir dann keinen 14.04 Uhr Zug, der abfährt? So, wir laufen hier aber auch nochmal kurz eben... Oh, da ist auch noch ein Erste-Hilfe-Punkt. Perfekt. Schon sagen, wir laufen die Seite hier nochmal lang, weil da bin ich hier hinten noch nicht hochgegangen. Hier könnte ja noch was sein. Aber dem sieht nicht so aus. Da drüben fährt aber was ein. Da gehen wir mal ganz schnell hingucken. Vielleicht fährt das ja noch früher ab. Was steht denn da drauf? S1 nach Meißen-Triebischtal. Ja. Das könnten wir nehmen. Das fährt 14.09 Uhr. Das ist doch schön. Dann probieren wir es einmal mit der S1 nach Meißen-Triebischtal. Wenn er mich da einsteigen lässt, weil derzeit... Oh, du bist zwischen Zug- und Bahnsteigkante gefallen. Hallo? Tür wieder auf. So. Tür schließt. Fährt er direkt los? Nö. Kollege fährt noch nicht los. Kollege hat aber schon Ausfahrt. Gucken wir doch mal. Kollege hat aber auch 0 Bar in der HL. Hat da jemand die Rampe ausgefahren? So. Dann setzen wir uns auch einfach mal hier an den Platz. Ich höre schon wieder irgendwo was rollen. Das dürfte da hinten vermutlich ein Güterzug sein. Nee, da hinten fährt ein Talent ab. Oder durch, man weiß es nicht. Aber 14.09 Uhr, das ist etwas, darauf können wir noch warten. Das sind jetzt nur noch ein paar Sekunden, dann dürfte der Zug sich hier in Bewegung setzen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mal vom Dresdner Hauptbahnhof wegkommen. Mein Plan jetzt wäre für die Folge, Türen schließen, Dresden-Mitte uns noch anzugucken und Dresden-Neustadt. Da fährt der 43er ein mit Doppelstockwagen. Ich weiß gar nicht, was... mit dem RRX-Dosto. Aus irgendeinem Grund werden aber immer nur die Endwagen, die Repens für Endfahrzeuge benutzt. Nie für Mittelwagen. Finde ich ein bisschen traurig und ein bisschen komisch. So, hier geht eine Weichenverbindung rüber. So, dann nutzen wir einfach mal die Ansicht. Da brauche ich jetzt nicht in den Fotomodus. Funktioniert der... Ne, der Fotomodus funktioniert... Doch, er funktioniert mit Sicherheit auch... Ne, funktioniert nicht innen.
Okay. Schade. Warte, was ist Ansehen? Ah. Nee. Nee. Da stehen Busse. Egal, dann fahren wir jetzt einfach mal nach Dresden Mitte. Guck mal, was da so abgeht. Ob wir da vielleicht was finden. Ja, was möchtet ihr denn mal sehen? Ich meine, wir haben jetzt uns die Vorarlbergstrecke in einer Richtung mal angeguckt. Wir werden sie auf jeden Fall in der Gegenrichtung nochmal befahren. Von Bludenz nach Lindau. Wir werden die restlichen Vectron-Szenarios mal fahren. So, da dürfte schon Dresden Mitte kommen, oder? Gucken wir doch mal. Ah, da ist doch direkt auch ein leerer Plan. Ach nee, das ist Dresden-Freiberger Straße. Ja gut, auf der S-Bahn sind dann natürlich noch mehr Pläne und alles. Da ist auch der Erste-Hilfe-Kasten. Ich nehme mal an, dass das hier an der Freiberger Straße alles sein wird. Gucken wir doch einfach mal. Wir setzen uns hier einfach mal schnell wieder hin. Geht gar nicht. Doch jetzt in der Dreieransicht. Und wir haben auch eine 43er hinten dranhängen. Wunderschön. 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 Und das dürfte hier alles. Oh, und wir setzen uns wieder in Bewegung. Da hat man uns gerade unten sogar gesehen. Da sitzen wir. Auch nett. So, wir stehen aber mal wieder auf. Ich will mich nämlich lieber in Fahrtrichtung setzen. Aber vielleicht lieber an den Platz hier. So. Da fährt ein Autozug neben uns her. Auch schön. Ich denke mal, wir werden uns auch noch diese ganzen Vectron-Lackierungen angucken. Also da sind mittlerweile, also nicht alle. Alle werde ich nicht machen können. Aber wir werden uns einige angucken. Denn es gibt mittlerweile schon einige. Es gibt die ÖBB. Es gibt ELL. Es gibt DB. Ist eine Fruchtfliege, die mich richtig am Nerven ist. So, nächster Halt. Das dürfte jetzt dann aber schon Dresden Mitte sein, oder? Gucken wir doch mal. 5 Meilen gegangen. Da war ein leerer Streckenplan. Aber jetzt pisst es richtig. Jetzt gießt es wie aus Eimern. So. Deswegen beeilen wir uns mal nach hinten. So, hier ist ein Streckenplan. Aber hier werden auch irgendwo Erste-Hilfe-Kästen sein. Müssen wir nur gucken, ob wir den schnell genug finden. Oder ob hier vielleicht gar kein Erste-Hilfe-Kasten ist. Also hier auf meinem Bahnsteig sehe ich keinen. Der da drüben hat auch keinen. Nee. Außer da ist jetzt einer in der Unterführung. Ah, rennen wir mal schnell hin. Ich bin so mutig. Doch, da ist einer. Ah, so, und jetzt schnell wieder hoch. Vielleicht kriegen wir die S1 noch wieder.
Und. Da ging das Läuten der Tür und da ging mir aber die Pumpe. Oh, da ging mir aber die Pumpe. Ha. So, jetzt fahren wir noch bis Dresden. Neustadt mit und dann gucken wir mal. Wir sind ja auch noch kein RE oder keine RB hier auf der Strecke gefahren. Das wäre ja auch nochmal eine Idee wert. Oder eine Folge wert. Wir können hier ja dank des Zugspawnens auch unsere ganz eigenen Regionalexpresse fahren. Ich hätte auch mal Bock, mit der V60 hier auf der Strecke lang zu fahren. Es geht alles. So. Der nächste halt ist dann Dresden, Neustadt. Der Ausstieg hier dann bitte in Fahrtrichtung. Links. Rechts. Noch ist beides möglich. Das Gleis könnte noch zur Seite weggehen. Und hier könnte noch ein Bahnsteig auftauchen. Und das Gleis ging links weg. So, Dresden-Neustadt, da ist schon mal ein Plan. Aber hier, der Bahnhof ist groß genug, als dass hier vielleicht sogar zwei, drei Pläne hängen. Gucken wir erstmal hier am Ende des Bahnsteiges ist nichts. Das ist, jetzt gucken wir mal hier in die Unterführung rein. Da sehe ich auch noch nichts. Habe ich Wasser im Schuh angesammelt oder warum plätschert es so? Ich glaube, war schön gerade wie der Regen so. So, da fährt unsere S-Bahn weg. So. Hier ist aber auch kein weder Streckenplan noch Erste-Hilfe-Kasten. Aber das Entscheidende ist, gibt es nicht auf jeder Strecke immer drei Arten von Collectibles? Da müsste ich mir... Ah, guck mal, da ist ein Erste-Hilfe-Punkt. So. Wenn man in der Halle ist, scheint es draußen aufgehört haben zu regnen. Kann das sein, dass wenn man in die Halle reingeht, TSW einfach sagt, yo, Regen aus? Sieht so aus, ne? Ist aber auch gut, ne? Bist du draußen, brauchst du gar keinen Regenschirm. Weil da gibt... also bist du in der Halle, brauchst du gar keinen Regenschirm. Weil da gibt es keinen Regen. Bist du aber... Also bist du drin, brauchst du keinen Regenschirm. Denkst, kannst wieder rausgehen. Da bin ich gerade kurz ins Gleis gefallen. Bist du drin, brauchst du gar keinen Regenschirm. Könntest direkt wieder rausgehen. Gehst raus, fängt der Regen direkt wieder an. So. Aber mich irritiert dieses Quietschen von meinen Schuhen gerade extremst. Als würde es plätschern, weil es nass in den Schuhen ist. Da ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Wundervoll. 7 von 25 schon.
So. Und hier ist noch ein Streckenplan. Damit wären wir auch bei 7 von 25. Gut, ich denke mal, das wäre es dann mit der ersten Folge. Was kommt denn hier als nächstes? 14.25 Uhr nach Dresden-Neustadt. Das fährt wieder zurück. Jetzt gucken wir hier mal noch, was hier als nächstes fährt. Hier steht gar nichts angeschlagen. Was steht hier angeschlagen? Ein ICE nach Riesa. Oder ein ICE nach Kos... Zurück nach Leib... Nach Leipzig. Oder hier? Hier kommt erstmal gar nichts. Ja gut, dann werden wir wohl mit dem ICE fahren. Weil der bringt uns direkt nach... Der bringt uns auch nur zurück nach Riesa. Ist ja nur 59. Ja, mal gucken. Wir werden mal gucken, mit was wir als nächstes fahren. Oder ob wir vielleicht einfach nach Riesa gehen. Da drüben fährt ein RE ein. Den versuchen wir noch zu erwischen. Ja, falscher Bahnsteig. Ach, der fährt nach Leipzig. Wir sind ja in Dresden gewesen. Stimmt, da war ja was. Ja gut, dann fahren wir jetzt mit dem Saxonia Express eine Station mit und gucken mal, wo wir rauskommen. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ich würde aber sagen, das wär's mit dieser Folge Trains in World 4. Bis dahin und bye bye.